Almidülle auf 1700 Metern Seehöhe. Bereits den 24. Sommer verbringt Hans Fanninger auf der Alm auf dem Lanschfeld im Lungau. Der Müllnerbauer ist mit 84 Jahren vermutlich der älteste Senner in Salzburg. Solange es geht, will Fanninger den Sommer auf dem Lanschfeld verbringen und die Alm betreiben. Wer rastet, der rustet, muss er dazu schreiben. Schreibe ich. Da kommen die Leute, da kann man sich unterhalten. Daheim sind wir nichts, Dreck. Schaut sich ja nicht mehr an, wenn es nichts ist mit dir, die Menschen. Wenn du so das Heim kommst, dann bist du eh weg. Du hast das Gefühl, dass du da herum mehr wert bist, sozusagen? Ja, weil. 100-mal mehr, wie gleich einmal. Mittlerweile hilft Hans Fanningers Sohn dem Müllner Bauern bei der Arbeit. Der Jungbauer betreut allerdings noch einen Bauernhof im Tal. Oft ist Fanninger mit seiner Ehefrau allein. Heuer ist sie wegen eines Spitalsbesuchs allerdings noch nicht heroben. Sie soll aber noch nachkommen. Sie ist eher eisen als Weiberleid. Gell? 10 Kinder steht ja viel, gell? 10 Kinder hat sie. 10 Kinder haben wir. So ist das bisschen. 10 Kinder haben wir gehabt. Sind alle groß. Und jetzt haben wir 28 Enkel und 17 Urenkel. Na Wahnsinn. Mhm. Wahnsinnig, gell? Wenn man jetzt so denkt. Aber alle normal und alle Familien und alle. Alle gut geraten. Ja, und alle haben Kinder. Geistig fit hält sich Hans Fanninger mit Gedächtnis und Brettspielen wie Solitär, die er auch selbst anfertigt. Im Laufe der Jahre hat er schon zahlreiche der Holzspiele verkauft. Und in Paris habe ich einen Heiligen Geist. Auf Deutschland aus habe ich über 200 Schauze verschäbacht. Ich verlange 10 Euro für so ein Brett. Ne? Da habe ich ja verschiedene. Und da musst du alle Tag spielen. Und jetzt ist es in der Zeitung gewesen, man sieht Fred nur anfangen, weil so viele haben die Alzheimer Kreuzworträtsel oder Spiele. Wenn es weht, wenn es Zeit hat, zeige ich einen Haufen. Spiele. 3070. Mit seinem Rechenwunderspiel führt Hans Fanninger schon seit Jahren die Gäste aufs Glatteis. 5000. Falsch. Ah. Warum? Ja, weil du nicht richtig gerechnet hast. Und so kommen sie alle dran. Zunächst eine hat es gekonnt. Eine. Der Bürgermeister, seine Frau, verdammt schreckt. Die hat es gelockt, wie es der Lehrerin. Und Lehrer hat es ja noch keiner gekonnt. Auch wenn sich Hans Fanninger in seiner Sommerresidenz auf dem Lanschfeld wohlfühlt, wahrscheinlich ist heuer das letzte Jahr des ältesten Senners auf der Alm.